Wenn wir uns hier zusammenfinden, dann heißt das ja, dass es noch etwas zu tun gibt. Ohne Aufgaben gäbe es ja keine Bündnisse, die sich verabreden, Ziele zu erreichen. Und darüber werden wir miteinander sprechen. Ich wünsche mir jedenfalls, dass ihr nicht nachlässt, mit Blick auf die Kinderrechte euch zu engagieren. Und denn wir wissen, nur wenn die Kinderrechte überall auf der Welt ernst genommen werden, dann ist eine bessere Welt, dann ist auch die Freiheit für die Einzelnen, sind Chancen für die Einzelnen, ist Demokratie für alle möglich. Und wir wissen, wenn Kinder nicht früh gefördert werden, wenn sie keine Bildung erhalten, wenn sie vielleicht sogar um ihr Überleben kämpfen müssen, wenn sie betteln müssen, statt lernen zu dürfen, all das verbaut Menschen Chancen. Das wollen wir nicht hinnehmen. Wenn Menschen Chancen verbaut werden, dann kann es sogar so schlimm werden, dass die Nöte, die dann entstehen, den Frieden auf der Welt bedrohen. Einmal den Frieden in solchen Gesellschaften, die durch große Ungleichheit geprägt sind, aber darüber hinaus auch den Frieden in ganzen Regionen. Deshalb gehört der Kampf um die Menschenrechte und um die Kinderrechte zu etwas, was uns weltweit verbinden sollte. Irgendwie haben die Menschen, die großen Erwachsenen und wichtigen Typen, die es in der Welt gibt, die haben das auch gemerkt, und zwar will ich euch als Beispiel dafür sagen, was das Nobelpreiskomitee gemacht hat. Das habt ihr alle mitbekommen, dass es in diesem Jahr ganz besondere Würdigungen gegeben hat bei dem Friedensnobelpreis. Mit der 17-jährigen Malala Yousafzai war doch tatsächlich zum ersten Mal gelungen, eine Jugendliche als Preisträgerin zu finden. Im Sinne der Konvention kann man sogar sagen, ein Kind, denn die Kinderrechtskonvention umfasst ja ein breites Alter, auch dasjenige Alter, wo man sich ungern als Kind anreden lässt. No, klar. Und wir freuen uns besonders über diese Auszeichnung. Und auch der andere Ausgezeichnete ist ein Kämpfer für Kinderrechte, der zu Hause in Indien all das zur Sprache bringt, was in dem ganzen großen Kontinent noch zu verbessern ist an der Herstellung und der Verwirklichung von Menschenrechten. Und wenn wir uns an diese beiden denken, an die Malala und an den Herrn Satyarthi, dann freuen wir uns darüber, dass wir Partner haben auf der ganzen Welt, die mit uns zusammen unterwegs sind, die Rechte von Kindern zu sichern.